Lieber Christian, Willkommen bei Nils Hartgefest. Ja, vielen Dank. Die erste Frage, die ich immer stelle meine Gäste, wer bist du? Ich bin Christian Fehr, ich bin 44 und als Bochumer Kind des Ruhrgebiets. Als Privatperson bin ich Papa von einer 5-jährigen Tochter und verheiratet. Beruflich bin ich Pflegedirektor der Knappschaft Kliniken GmbH. Das heißt, Pflegedirektor im Verbund mit 7 Krankenhausträgergesellschaften, mit dem Schwerpunkt im Ruhrgebiet, aber auch im Saarland mit 2 Häusern einer Krankenhausträgergesellschaft verortet und in Aachen. Wir haben bei uns über 6.000 Pflegekräfte, wo ich vom Verbund her die Verantwortung mit den Pflegedirektoren der Häuser habe. Und meine Aufgabe an der Stelle ist, gemeinsam mit meinen Kollegen in den Häusern Strategien für unsere Pflegekräfte zu entwickeln, die auf Verbundebene entsprechend zu installieren und mit den Kollegen dann in die Anwendung zu bringen. Das ist meine Aufgabe. So von meinem Werdegang, ich bin gelernter Krankenpfleger. Mittlerweile hat ja der Pflegeberuf unterschiedlichste Titel hinter sich. Gesundheits- und Krankenpfleger, jetzt reden über Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Ich habe damals als Krankenpfleger gelernt und habe mit 19 direkt nach dem Abitur die Ausbildung gemacht. Habe dann in dem Krankenhaus, wo ich gelernt habe, auch 10 Jahre total gerne auf einer neurologischen Station gearbeitet, Patienten versorgt, in einem tollen Team mit Kolleginnen und Kollegen gearbeitet, Pflege studiert und bin dann über verschiedene Stationen zur Knappschaft gekommen. War 1,5 Jahre Pflegedirektor des Klinikum Fest, das ist ein Verbundshaus im Knappschaftsverbund mit den Standorten in Recklinghausen und Mahl. War da für ca. 1200 Pflegekräfte verantwortlich und bin jetzt seit Oktober letzten Jahres Pflegedirektor im Verbund. Wow, das ist dann ein Werdegang, der gesehen werden darf. Und sich eine spannende Aufgabe, weil das Thema Pflegemann ist noch ein nicht gelöstes Problem, sagen wir mal so. Wie war das dann, wo du entschieden hast, in dieses Pflegeberuf einzugehen und dann in diesem komplexen Gesundheitssystem zu arbeiten? Das war dann deine erste Erfahrung. Also meine Motivation, die Ausbildung zu machen, die war schon ein bisschen komisch, so aus heutiger Perspektive. Also ich war eben damals noch 18 und das Abitur rückte näher und mein Papa hat damals gesagt, also ich war jetzt nicht so motiviert, mir zu überlegen, was mache ich nach der Schule. Und dann hat mein Papa irgendwo, der bei Opel damals war, gesagt, also entweder du kümmerst dich jetzt mal und überlegst mal, was du machst. Mhm. Oder du kannst dann eben bei Opel, bis du dann eine Idee hast, am Band ein bisschen Geld verdienen. Und das fand ich damals nicht so attraktiv und habe dann angefangen, mir zu überlegen, was mache ich. Und habe eine Studienberatungsbroschüre gehabt. Und da stand drin, man kann Pflege studieren. Vorher hatte ich überhaupt gar keine Idee, dass ich Pflege machen möchte. Und über diese Broschüre ist eine Neugierde entstanden und am Ende habe ich dann die Ausbildung gemacht und damals musstest du 2 Jahre Berufserfahrung nachweisen und habe dann mich relativ zeitnah dann auch um einen Studienplatz gekümmert nach meinem Examen. Also die Idee ist dann tatsächlich Wirklichkeit geworden und war so die Grundlage meines Werdegangs bis zum heutigen Punkt. Ja, spannend. Danke dafür. Wir finden bei Nilfertgeflüster die Pflege ganz wichtig. Und ich hoffe, dass es in der Zukunft auch noch viele Leute gibt, die diese Entscheidung treffen. Wenn du jetzt ein bisschen am Ende der Karriere jetzt und die letzte kurz, der Wechsel jetzt vom Pflegedirektor jetzt zu, in die Rolle jetzt vom Pflegedirektor der Knappschaft Klinik, wie hat dann dieser Wechsel, weil du hast ja vorher gesagt, du bist zuständig für die Strategien, wie hat das deine Perspektiven auf das Thema Pflegemangel verändert? Also sträubt mich immer ein bisschen von Pflegemangel und Pflegeproblemen und Pflegenotstand zu reden. Also ich bin ein Mensch, ich denke gerne in Perspektiven und in Lösungen. In der vorherigen Funktion mit der Zuständigkeit für das Klinikum Fest war es so, dass ich selber natürlich die Verantwortung für ein Klinikum hatte, für ein Haus. Und habe an der Stelle natürlich meine Strategien so aufgebaut, dass ich mit den Menschen des Hauses gemeinsam, ist da Transparenz und Partizipation sehr wichtig. Wir haben in unterschiedlichen Foren, Gesprächskreisen mit Mitarbeitern selber Gesprächsrunden installiert und daraus immer Maßnahmenpläne gemacht. Und das war eben die Strategie für mein Haus, dass ich Menschen eben das Gefühl gegeben habe und nicht nur das Gefühl, sondern es war tatsächlich, da ist meine Überzeugung, die Menschen, die mit den Lösungen arbeiten müssen, die müssen wir teilhaben lassen. Wenn ich jetzt aus Verbundebene auf die Themen, die ich bearbeite, schaue, es wäre auch wichtig, Menschen teilhaben zu lassen. Da sind natürlich die Pflegedirektoren der Häuser meine ersten Ansprechpartner. Und wir entwickeln ganz, ganz viel gemeinsam.
was wir jetzt mittlerweile auch fest installiert haben. Wir haben übergreifend Themen entwickelt, wo wir Menschen aus den Häusern einbeziehen. Wir haben zum Beispiel alle Intensivstationsleitungen des Verbundes zusammengeschlossen und haben mit denen die Frage besprochen, wie können wir auf den Intensivstationen attraktiver für unsere Mitarbeiter werden. Was können wir besser machen? Das können die uns besser sagen, wie ich. Also ich habe vielleicht eine Idee, aber ob meine Idee dann gut ist, und dann fragen wir lieber die Leute, die es tun. Also insofern die Menschen von den Häusern einbeziehen, eben nicht auf ein Haus mich zu fokussieren, sondern auf Verbundebene an der Stelle eben Lösungen zu suchen. Aber mir ist immer noch wichtig, Menschen mit einzubeziehen. Da habe ich Spaß dran, ist meine Art zu haben. Ja, ein sehr demokratischer Prozess, also Transparenz und Partizipation. Ist die Transparenz dann auch von oben nach unten oder ist das eher von unten nach oben? Ja, für mich ist Transparenz immer eine Sache von beiden Seiten. Es gibt immer Dinge, die noch nicht so spruchreif sind, dass man die mit allen besprechen darf. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde, die Dinge, die kommunizierbar sind, Menschen sind zufrieden, wenn die können Entscheidungen und Veränderungen mittragen, wenn die wissen, warum kommt das. Und wenn ich über Arbeitsprozesse und Ideen rede, dass wir für Mitarbeiter attraktive Arbeitgeber sind, was uns sehr wichtig ist, dann ist es doch leichter, die Einzelnen zu fragen. Was ist attraktiv? Naja, attraktiv ist ja eine persönliche Empfindung jedes Einzelnen. So, die kann ich messen, indem ich sage, wir haben so und so viele Pflegekräfte gewonnen und wir bauen Pflege auf. Also wir haben im Knappschaftsverbund eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir sind an der Stelle in einem schwierigen Arbeitsmarkt, so dass wir in den letzten schwierigen Jahren im Gesundheitswesen trotzdem Pflege aufgebaut haben. Also wir haben mehr Leute dazu bekommen, wie wir verloren haben. Da machen wir aber ganz viel für. Also wir haben unsere Ausbildung radikal erhöht. Also wir haben Ausbildungsplätze deutlich erhöht in unseren eigenen Pflegeschulen. Wir haben da eine Akademie gegründet, die Pflegeschulen jetzt demnächst vereint und auch Fort- und Weiterbildung macht. Also für Pflegekräfte ist das Thema Fort- und Weiterbildung sehr wichtig. Karrierewege unterstützen. Wir haben da auf Verbundsebene einen Personalentwicklungsprozess entsprechend auch installiert, wo wir mit der Akademie gemeinsam für Pflegekräfte auch Karrierechancen nicht nur ermöglichen, sondern die auch mit Inhalt eben unterstützen. Wir haben Pflege attraktiv, das ist eine Zertifizierung, die wir mit dem TÜV und dem Bundesverband Deutsches Pflegemanagement entwickelt haben, in unseren Häusern installiert. Da stehen jetzt die Überwachungsaudits an, also das Thema, wie sind wir attraktiv für Mitarbeiter, in welchen Prozessen, also es sind Einstellungsprozesse, Onboarding-Prozesse, Bindungsprozesse, teilweise auch Schnittstellenthemen, dass Pflege alleine das gar nicht lösen kann, wo wir uns dann mit der Personalabteilung zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie können wir den Prozess verbessern, die Betriebsräte angebunden haben. Das ist ein großes Thema, aber das wollen wir in unserer DNA fest installiert haben und da sind wir sehr stolz drauf. Ja. Und ein Thema, Liquidität, was wir sprechen, habe ich auch gelernt, ist das Thema Bürokratie, Dokumentation, Administration, Themen, die ursprünglich nicht so unbedingt im Fokus lagen, weil diejenigen, die sich für die Pflege entschieden haben, dass dann dort doch die Mehrheit der Aufgabe dann entspricht. Wie geht ihr damit um? Also ist da auch ein Bestreben, diese Aufwendungen zu reduzieren, damit der Beruf attraktiver wird? Also erstmal grundsätzlich sind wir sehr, sehr digital. Also wir haben unsere Dokumentation komplett digitalisiert. Wir haben kein Papier mehr und wir sind fast papierlos mittlerweile in unserer Klinikum. Und wir sind kontinuierlich dabei, Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren. Die Dokumentation an sich kann man natürlich nicht abschaffen, weil sie ein Leistungsnachweis ist und im Zweifel auch der Pflegekraft hilft, da entsprechend abgesichert zu sein. Und wir stellen ja pflegerische Leistung dar. Also insofern ist die Dokumentation von der Pflege nie abzukoppeln. Aber das Thema Digitalisierung hilft natürlich beim Abbau von Bürokratie. Ja, aber Digitalisierung heißt ja auch, ich muss auf einer Tastatur alles eingeben. Und ich habe ja mal vor 7 Jahren über tastaturlose Krankenhäuser gesprochen, wo dann
über Spracherkennung Technologie dann diesen Aufwand verschwindet, weil Pflegekräfte auch viele Aufgaben übernehmen vom Ärzte. Also die, es geht ja nicht nur um die Pflegedokumentation. Ich weiß nicht, wie das mit der Knappschaft ist, aber bei vielen Häusern ist es dann so, dass die Pflegekräfte dann doch sehr viel Aufgaben der Ärzteschaft übernehmen. Oder ist es bei euch an? Also ich finde die Diskussion immer spannend. Was sind Aufgaben von Pflege? Was ist die Aufgabe der Ärzte? Es gibt ja erstmal originäre Beschreibungen, was darf die Pflege nicht? Also übrigens der Arzt für zuständig. Und dann gibt es eben Themen, die delegierbar sind, also die der Arzt auf Pflegekräfte übertragen kann. Und ich glaube, dass wir als Pflege an der Stelle einen Teil, wir versorgen ja gemeinsam mit den ärztlichen Dienstmenschen. Und an der Stelle, glaube ich, ist das ein Abstimmungsprozess. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Digitalisierung. Also wir sitzen nicht nur an dem PC und tippen, sondern wir haben an der Stelle auch über unsere Tablets und so die Möglichkeit, dass man am Patienten dokumentieren kann. Und wir können noch besser werden. Also Spracherkennung ist mit Sicherheit auch ein Thema, wo wir gerade dabei sind, dieses Thema zu denken. An der Stelle glaube ich, aber durch diese Digitalisierung sind wir sehr, sehr vielen Kliniken schon weit voraus. Und das ist auch das, was ich gerade auch in der Zeit als Pflegedirektor von Klinikum Fest von vielen neuen Kolleginnen und Kollegen dann so erfahren durfte, dass das Thema Digitalisierung und so weit, wie wir in dem Thema tatsächlich sind, uns auch einen Wettbewerbsvorteil sieht. Gibt es da also Verbindung zwischen Aufgabe und die Pflegeprofessionalisierung, weil die Pflege nicht immer selbst entscheiden kann und die Delegation immer dann vom Arzt kommt? Ist das ein Thema bei euch? Oder? Das habe ich von Martina Hassler gehört, die war da sehr stark auf dieses Thema drauf und gemeint, ohne dass die selbst Entscheidungen treffen können, wird das dann schwierig. Wie stehst du dazu? Also ich glaube einfach, dass es, also es ist ja klar geregelt, also so Dinge wie Medikation und Therapie ist ärztliche Aufgaben. Und es gibt da delegierbare Themen, die wir an der Stelle vom Arzt auf Pflegekräfte delegieren können. Zum Beispiel ist das in Wundversorgung, zum Beispiel ist das die Anordnung von Medikationen. Das ist und wird immer ärztliche Aufgabe bleiben. Was wir an der Stelle aber machen ist, wir können zum Beispiel im Bereich Wohnmanagement Leute professionalisieren und damit auch Perspektiven für Pflegekräfte eben anbieten, attraktive Arbeitsplätze ausfüllen. Das machen wir und da sind wir sehr erfolgreich. Über unsere Akademie haben wir da einen ganz, ganz starken Dienstleister und Partner an unserer Seite im Verbund und da sind wir sehr stolz drauf. Und ich glaube, man muss ein Stück wegkommen von der Frage, was sind nicht unsere Aufgaben, sondern wie können wir, also wenn man Pflege attraktiv macht in unserem Verbund, möchte ich eigentlich, ich fühle mich als Teil von Medizin, Pflege als Teil von Medizin. Und mit dieser Sichtweise, glaube ich, tun wir gut daran, auf Augenhöhe zu Prozessen zu sprechen. Ja. Thema Eigenverantwortung in der Administration, weil die Delegation geht ja auch nicht nur Richtung Arzt, sondern Richtung Management, da wird vom Management delegiert. Inwieweit habt ihr so Konzepte aufgesetzt, wo dann die Pflegekräfte sich zum Beispiel die Zeitplan selber planen können, also über technologische Lösungen, die gibt es? Wir haben jetzt relativ frisch eine App eingeführt, wo wir das Ausfallmanagement, was wir auf Verbundsebene geregelt haben, ergänzen, wo Mitarbeiter möglichst nicht mehr angerufen werden sollen, wenn jemand krank wird, ob sie einspringen können, sondern dass wir das über eine App-Lösung entsprechend erweitert haben, wo der Mitarbeiter dann selber gucken kann, kann ich da, will ich kommen und das entsprechend auch mit einem finanziellen Bonus, wo wir die Mitarbeiter direkt auch einbilden. Also du musst dich praktisch in dieser App registrieren, aktiv, und du musst aktiv da reingucken und kannst dann für dich entscheiden, möchte ich diesen Dienst oder möchte ich diesen Dienst übernehmen. Und ich glaube, das ist ein Schritt in die Richtung, weil wir müssen, an der Stelle, natürlich haben wir auf den Stationen einen Bedarf, Menschen zu finden. Wenn mal jemand ausfällt und der Bedarf da ist, wie machen wir es? Aber ich glaube, dass wir da eine tolle Lösung haben, dass wir die Menschen eben insofern partizipieren lassen, dass die über diese App-Lösung für sich auch entscheiden, kann ich da reingucken oder nicht. Ja, toll. Habt ihr das selbst entwickelt? Ist das dann ein Paar? Nee, das ist über ein Dienstleister. Ja, genau, das sind so diese neuen Ansätze, die dann sehr erlaubt. Ich war ja früher bei IBM und hatte dann
sehr viel Self-Service gemacht. Das hat aber dazu geführt, dass ich am Samstag nur noch mit Self-Service beschäftigt war, während der Freizeit. Da muss man auch schauen, dass man da eine gute Balance findet zwischen, wie viel lagert man dann aus von diesen Prozessen während der Arbeitszeit. Und dann, das war dann so zum Thema. Das war dann, über diese Self-Services dann eigentlich keine Zeit in diesem Zeitraum gegeben. Und das war dann alles eigentlich Freizeitbeschäftigung sozusagen. Ja, also ein zusätzliches Modul, was wir jetzt noch entwickelt haben. Wir gründen gerade Pflegeflex. Pflegeflex ist ein Pool an Menschen, die auf Verbundsebene die Intensiv- und DRP unterstützen, die an der Stelle eben in ausgefallene Dienste, die unbedingt nachgesetzt besetzt werden müssen, angefordert werden, je nach Ressource natürlich in diesem Pool, wo wir über ein attraktives Angebot Menschen dafür suchen und finden. Die bekommen zum Beispiel einen Dienstwagen, die bekommen ein iPhone, ein iPad und können ihren Dienstplan selber schreiben, mehr oder weniger. Also das geht ja sehr in die Richtung, die du da vorgestellt hast. Dann gibt es natürlich auch einen Poolleiter, der das Ganze verwaltet und die Menschen zuordnet. Wir können so die Häuser auch noch unterstützen. Das ist was, wo wir jetzt mit an den Start gehen, wo ich mich sehr drauf freue, weil ich glaube, solche Lösungen brauchen wir. Ja, toll, da geht es genau in die Richtung, die wir auch besprechen hier immer während dem Podcast. Das ist immer so ein anderes Thema. Ich habe ja in die Gespräche gehört, dass das extrem schwierig sein soll, wenn man Pflegekräfte aus dem Ausland will, weil es eine sprachliche und kulturelle Barriere gibt. Unsere Ministerin Baerbock war ja vor kurzem in Brasilien und hat dann über diese faire Migration gesprochen, weil sie dann die Visa-Verteilung vereinfachen möchte. Inwieweit ist das bei euch ein Teil der Lösung? Und wie geht ihr mit das Thema Kultur und Sprache um? Weil es ist doch ein sehr intimer Prozess, ein Pflegeprozess, wo dann Sprache dann ein wichtiges Thema ist. Ja, absolut. Also das eine ist, was macht die Politik, um das zu vereinfachen? Da habe ich persönlich keinen Einfluss drauf. Was wir im Verbund aber machen, wir arbeiten mit Integrationsmanagern, die in den Häusern dafür zuständig sind, einmal die Formalitäten gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu lösen und die denen aber auch die Integration nicht nur in den Arbeitsprozess, sondern in den Alltag hier in Deutschland, in ihrem neuen Umfeld erleichtern sollen. Und das finde ich persönlich sehr wichtig, weil wir holen ja neue Mitarbeiter. In dem Moment, wo jemand sich für uns entscheidet und wir uns für denjenigen entscheiden aus dem Ausland, der gibt ja ganz viel aus. Der lässt im Zweifel Familie und Freunde und sein gewohntes Umfeld zurück und kommt in eine neue Kultur, in eine neue Umgebung. Und da ist uns einmal das Thema Sprache sehr wichtig, aber auch das Thema Integration. Und die Verantwortung, die wir damit übernehmen, die ist mir wichtig, dass wir die mit solchen Prozessen auch gut abgebildet bekommen. Das kann ich selber als Ausländer, die in verschiedensten Ländern gelebt hat, sehr lange sprechen, wie schwierig das ist, wenn man als Ausländer in so ein Land kommt, wo man die Bürokratie nicht versteht. Die ist in Deutschland schon sehr hoch, plus dass man dann noch Wartezeit hat. Aber toll, dass ihr das macht. Also das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, Komponente, weil die dann doch sehr stresst, neben den eigenen Beruf. Die Rolle der Vergütung, da muss man doch mal drüber sprechen, da hört man ja immer, die Pflegekräfte verlangen ja mehr Lohn und meinen, dass das dann die Attraktivität erhöht. Ich habe gehört, ihr habt ja tolle Ansätze, die Akademie, die Ausbildung, die Perspektive. Inwieweit ist das ein reales Thema, diese Vergütungsthematik? Oder? Also wir sind erstmal tarifgebunden. Wir haben einen guten Tarif und den halten wir uns. Tarife auszuhandeln, obliegt nicht mir. Und ich finde toll, dass wir in diesem Tarifsystem entsprechend unterwegs sind und den Mitarbeitern da entsprechend die Eingruppierung und Vermütung entsprechend da haben. Ja, und dann komme ich gleich zu der nächsten Frage. Wenn du jetzt zuständig wärst für das Gesundheitswesen, was würdest du dann ändern? Das Erste, was du ändern würdest, um dieses Thema. Also das ist ja eine sehr philosophische Frage, die du mir gerade stellst. Dürfen wir ja auch. Du darfst natürlich alles fragen an der Stelle. Ich glaube, dass das Gesundheitssystem nicht meine Aufgabe ist.
Meine Aufgabe ist in den Knappschaftskliniken mit meinen Kollegen, der Pflegedirektoren der Häuser und unseren Mitarbeitern dafür zu sorgen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. So, und ich habe ja gerade schon ganz, ganz viele Dinge erzählt. Wir haben weitere Sachen. Also wir haben zum Beispiel eine Ausbildungsstation gegründet als Pilotprojekt, die wir jetzt auf die Häuser umwälzen. Also Ausbildungsstation heißt, Auszubildende des letzten Ausbildungsjahrgangs, die versorgen die Patienten in der nicht in der alleinigen Verantwortung, aber in der Selbstorganisation, werden da kontinuierlich von Ausbildern begleitet und supervidiert. Und ich glaube, mit solchen Konzepten sind wir attraktiv. Ja. Und ich tue mich schwer damit, diese totale Metaebene zu beurteilen, weil ich glaube, meine Aufgabe an der Stelle bietet mir viel Gestaltungsspielraum für über 6.000 Pflegekräfte, da eine gute Arbeitsumfeld zu bieten. Ich habe über unsere Tarifbindung gesprochen, ich habe über viele Konzepte und über Partizipation gesprochen und da freue ich mich, dass ich an der Stelle diese Gestaltungsmöglichkeiten habe. Und die nutze ich jeden Tag so aus, wie mir möglich ist. Ja, dann wahrscheinlich wäre dann die, wenn du es zu sagen hättest, würdest du genau die Konzepte, die du jetzt aufbaust, dann verbreiten über ganz Deutschland. Weil das sind ja tolle Ansätze. Wir haben jetzt nicht mehr Jens Spahn als Gesundheitsminister, aber damals war das Thema Pflegerobotik so ein Riesenthema und dann gab es dann auch diese sogenannten digitale Gesundheitsanwendungen, die DIGAs, und daraus sind dann abgeleitet worden die DIPAS, also die digitalen Pflegeanwendungen, die dann unterstützen sollen. Das hat weniger mit die Pflege im Krankenhaus zu tun, das hat ja eigentlich auch mit die Pflegebedürftigen zu Hause zu tun, aber es hat ja doch im Kontext der Pflegemangel dann doch einen Effekt. Kann man die Pflege durch eine App ersetzen oder durch einen Robot? Pflege lebt von Menschlichkeit. Das ist auch meine Meinung. Das heißt, nein. Was ist dein Lieblingspflegewort? Wenn du ein Wort wählen könntest, was dein Lieblingswort ist, ist es die Menschlichkeit? Ja. Toll. Und dann als letzte Frage. Wenn du jetzt dein Bein gebrochen hast und du liegst im Krankenhaus in einem Zweibettzimmer und du dürftest wählen, neben wem du liegst, neben wem würdest du da liegen? Definitiv neben meiner Frau, weil die sich ganz toll um mich kümmert. Neben dem. Sie hat auch ein gebrochenes Bein. Ja, dann hat sie hoffentlich das rechte und ich das linke und wir könnten uns dann gut ergänzen. Insofern würde ich meine Frau wählen, mit dem Wissen, dass wir dann tolle Pflegekräfte in unserer Klinik hätten, die mich natürlich dann im Bereich der professionellen Pflege gut betreuen und versorgen. Und wahrscheinlich hat man dann auch mal endlich Zeit, weil ich glaube, in deiner Rolle bist du ein sehr beschäftigter Mann. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du Zeit genommen hast, hier bei uns anwesend zu sein für den Podcast und wünsche dir auf deiner weiteren Karriere viel Erfolg und ich bin sehr gespannt auf weitere innovative Lösungen zu sehen, jetzt bei euch in die Knappschaftsklinik. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg, Lösungen zu finden für das Problem. Herzlichen Dank. Wunderbar, und ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Da hat mir viel Spaß gemacht. Danke.